Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein rote Bete Walnussbrot im Dutch-Ofen macht. Hierzu benötigen wir Mehl, 500 Gramm ungefähr, 50 Gramm Walnüsse, eine Packung Trockenhefe und ca. 350 Gramm rote Bete. Ihr könnt auch frische rote Bete nehmen, ich habe jetzt eingekochte genommen. 2 Teelöffel Olivenöl, 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker. Das benötigen wir, um den Teig zu machen. Normalerweise mache ich es mit Dinkelmehl, heute versuche ich es mal mit glutenfreiem Mehl. Mal gucken, ob es funktioniert. Hierfür schneiden wir die rote Bete in Würfel. 350 Gramm werden uns für heute reichen. Nachdem ich es in Würfel geschnitten habe, werden wir es dann noch in den Mixer machen, dass es wirklich schön klein ist, eine schöne Masse wird. Sonst kriegen wir es nachher nicht sauber in den Teig eingeknetet. Ich nehme jetzt zur Hilfe eine Waage, dass es nachher nicht zu viel wird. Jetzt werde ich die Trockenhefe im lauwarmen Wasser auflösen und mit einem Teelöffel Zucker ansetzen. Es dauert ungefähr 10 Minuten, wie es reagiert, und dann können wir da weitermachen. Ich packe mir die Walnüsse immer gerne in eine Tüte. Schön draufhauen, weil große Walnüsse möchte keiner am Brot haben. Stücken macht ihr so groß, wie ihr sie möchtet. So, mir genügt es so. In der Zeit, wie die Hefemischung geht, kann man sich auch um andere schöne Sachen kümmern. Was denn? Aquarium, Schatz. Der Ofen ist auf 40 Grad vorgeheizt. Jetzt stelle ich ihn hier für eine Stunde rein. Hier kann er schön ruhen und kriegt keinen Zug. Und dann gucken wir mal rein, ob er aufgegangen ist. Eine Stunde ist um. Oh, herrlich. Schön hochgekommen. Jetzt knete ich den nochmal durch und lasse ihn 20 Minuten noch ruhen. In der Zeit kann ich schon mal die Briketts anmachen. Jetzt knete ich den Teig nochmal durch. Herrlich. In der Zeit, wie die Kohlen heiß werden und der Teig nochmal 20 Minuten geht, können wir schon mal den Ofen vorbereiten. Sehr gut. Und schon können wir beginnen, den Teig reinzumachen. Guckt euch das an. Eine Farbe. Wahnsinn. Ich habe mich extra für den Ofen entschieden. Nicht für eine Kastenform, weil ich halt ein flaches Brot machen wollte. Noch ein bisschen verteilen. Nicht zu flach machen. Die Kohlen sind durchgebrannt, dann können wir auch schon beginnen. Die Menge der Kohlen, das schreibe ich hinterher in die Beschreibung rein. Da muss ich mal gucken. Also ich schätze jetzt 5 drunter und vielleicht
so 7-8 Briketts oben drauf. Das gucke ich mir mal an. Oh, 5 Briketts sind drunter. Dann kann auch schon der Deckel drauf. Handschuhe aus. Dem Ganzen geben wir jetzt 30 Minuten. Dann machen wir die Probe mit dem Schaschlikstäbchen, ob der Teig hängen bleibt, dann nehme ich euch dann wieder mit. 7 Briketts sind oben drauf. Gucke ich mal, ob das reicht. Wenn nicht, sage ich euch nochmal Bescheid. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr nicht wisst, wie warm es bei euch im Ofen wird, macht euch an die Seite einfach ein Thermometer rein. Dann könnt ihr das besser kontrollieren. Wir haben jetzt hier 95 Grad, 97. Gucken wir mal, wo wir landen. 180, 200 wären gut. So, 7 Minuten sind um. Das Thermometer pendelt sich ein bei 213 Grad. Das ist okay. Ich habe jetzt oben 3 Briketts weggenommen. 15 Minuten sind um. Wir haben 206 Grad. Also, ich sag mal jetzt Innentemperatur. Gucken wir doch mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr den Geruch kennt. Frisches Brot beim Bäcker oder wenn ihr an einer großen Bäckerei vorbeifahrt. Dieser Geruch, oh. Sehr gut sieht es aus, klasse. Ich gebe ihn jetzt noch 15 Minuten und dann machen wir mal die Stechprobe. Thermometer wieder rein. Sicher ist sicher. So, 25 Minuten sind um. Machen wir nochmal die Stechprobe sicherheitshalber. Thermometer wird leer fallen. Genau. Ist das ein leckerer Geruch. Erinnert mich wirklich an einem frischen Brot vom Bäcker. Wenn der Teig nicht hängen bleibt, haben wir es geschafft. 5 Minuten noch. Also genau die 30 Minuten, die ich gesagt habe. Perfekt. Weiter geht's. 30 Minuten sind um. Gucken wir nochmal rein. Machen wir wieder die Probe. Mal mit Henkel hier hängen. Ja, da bleibt nichts mehr hängen. Wir sind fertig. Sehr schön. Los geht's. Ich dachte mir, wir holen uns mal gemeinsam aus. Ja, unten ein bisschen dunkel und heiß. Normalerweise schneidet man kein heißes Brot. Vielleicht möchte ich es euch ja schon zeigen. Sehr gut. Richtige Konsistenz. Jetzt wird gekostet. Oh, ist das heiß. Außen schön knackig die Kruste. Total lecker. Die Walnuss kommt durch. Wenn ihr sehen könnt. Lecker. Also es geht auch mit glutenfreiem Mehl. Sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert gerne und bis dann.